Ja, ich habe ja noch eine Beteiligung gehabt bei Lorca Baffin. Und da ich ja, ein Gegner bin von Süßigkeiten, ich esse seit bald 40 Jahren keine Süßigkeiten mehr, da war das für mich eigentlich durch den, dass ich nicht kapitalgebunden bin, also ich bin ja ein freier Mensch, also die Materie ist wichtig. Materie heißt etwas besitzen oder etwas haben, aber ich muss immer etwas daraus machen. Und ich habe eben meine Anteile verkauft und meine Geschwister haben mich dann honoriert, weil ich habe meine Mutter habe ich 1992, die war im Krankenhaus in Brixen und die war schon fast im Koma. Meine Geschwister haben zu mir gesagt, ich soll die Mutter besuchen, weil sie, die lebt nicht mehr lang. Und dann habe ich sie mit Homöopathie behandelt und konnte sie wieder ins Leben zurückholen. Und das haben meine Geschwister honoriert und da mir nach meine Anteile, die ich noch gehabt habe, entsprechend ausbezahlt. Und da konnte ich eben das Geld anlegen und die war eigentlich einer, der viel mit dem Fahrrad gefahren ist und ich bin oft da, von da weggefahren mit dem Fahrrad in die Toskana und ich habe dann also Montepulciano und Montalcino kennengelernt, ich habe noch in Brunello di Montalcino kennengelernt und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen und wie ich dann eben meine Anteile verkauft habe, dann habe ich gesagt, am besten ist, wenn du es in Grund und Boden anlegst. Und dann haben wir eben in Einverständnis mit meinen Söhnen, haben wir das dann in Montalcino gekauft und dann haben wir auch noch in La Marina dazu gekauft und da haben wir eben zwei Weingüter jetzt in der Toskana.